Ja, herzliches Willkommen. Ich habe in der Zwischenzeit mal im Internet nachgeschaut und das Doppelklingental, der Doppelklingentalisman erhöht den letzten Schlag der Angriffskette um 20%. Also den Schaden meine ich. Das heißt, dass bei den Schwertern zum Beispiel 1, 2, 3, dieser hier, der vierte, 20% mehr Schaden macht. Wenn das Sinn macht. Jetzt ist die Frage, wollen wir das oder nehme ich den Talisman, der die Ausdauer erhöht? Ach komm, Doppelklingen-Talisman und wir haben zwei Klingen, also nehmen wir diesen halt, okay? So. Dann jetzt geht es weiter Richtung Strand. Jawohl. Ach, der doch. Hier ist er doch schon direkt. Direkt hinter dem Stein, also. Ah ja, Skelette. Oder diese Eldenring-Dinger. Ach nein, das sind Zombies? Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Oh nein, das sind die Dinger. Diese hab mich lieb, Leute. Na gut. Habe ich da was gehört? Nein. Wasser hier wirken die irgendwie wie ertrunken aus The Witcher 3. Da ist eine Krabbe, also ist vielleicht eine große Krabbe auch nicht weit. Vor allem, wenn die zwei dahin gucken. Verdächtig, verdächtig. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, nice. Hallo Krabi. Hier tue ich nichts, keine Sorge. Oh. Oh, hallo. Sich ein Schädel im Wasser versteckt. Das geht also auch, okay. Nein, nicht hoch die Hände, Wochenende. Warte mal. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich euch ein bisschen reinige. Keinen Kuss. Boah, was ist das denn dort für eine Armee? Oh oh. Mann. Na, was war denn das gerade für eine Leistung von mir? Hilfe! Ah, an diese Anvisierung. Geh weg. Ich will keine Umarmung.
Sehr schön, Dankeschön. Dun. Kriege ich irgendwas, wenn ich die da platt mache? Also verkokele? Wäre schön zu wissen. Was gibt es hier? Ah ja. Da ist ja noch einer. Bam 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 bam. Könnte von hinten kommen. Dankeschön. Ich meine ja wirklich einen Kreis. Also. Nice. Voll praktisch. Wirklich sehr cool. Den Rest kann ich jetzt auch so machen. Einigermaßen sicher. Nein. Hilfe, ich will keine Umarmung, falls du das willst. Nein. Ach Mann. Mann, das sieht doch so gut. Ach komm, warum riskieren, wenn ich doch Messer dafür habe? Hey. Pilze. Hinten ist noch einer. Nein, nein. Das war blöd. Das war dämlich. Ich habe mich verklickt. Ich habe eine Krabbe getötet. Ah. Naja. Nobody is perfect, ne? Bam 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 bam. Pardon, bam 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 bam. Oh, ein Schädel. Nee, komm, Junge, hör auf. Warm Verhalten, das war es, was die da hatten. Nice. Hat es überhaupt einen Sinn, was ich hier gerade mache? Ich hoffe mal. Na, komm her.
das wäre so schön. Oh, keine Ausdauer mehr. Ich sollte mehr auf meine Ausdauer achten. Dankeschön für den Pilz. Oh. Das Ding ist ja sehr effektiv gegen den China. Oder ich habe das Team wahnsinnig gemacht, das kann auch sein. Ich dachte gerade, da läuft jemand. So. Nein. Das Ding hier kann ja kotzen. Ringe. Mit dem los. Gibt er gar nicht auf. Ich habe den erschlagen. Okay. Interessant. Nice. Goldene Rune. Was liegt da? Einfach nur ein Schädel. Hier war ja gar nichts. Okay, vielleicht habe ich was übersehen oder so. Ich höre doch hier was. Irgendwas höre ich so magisch glitzern. Jetzt nicht mehr, also irgendwo dort hinten. So, ist hier nichts mehr? Ah ja, die Ruine, da war ich noch. Oh, hallo. Ah, dahin gehe ich noch nicht. Erstmal schaue ich mir weiter den Strand hier an. Ich meine, jemand muss doch hier unsere Natur zumindest virtuell sauber machen, ne? Nope. Nix. Okay. Gut, dann gehen wir dahin. Boing, boing, boing. Oh, Schildkröte. Nummer, keine Ahnung, 160 oder so. So, hallo. So, hallo, wer ist da? Eine Skelette?
Ist das ein giftiger? Das ist ein giftiger Sumpf, natürlich. Aber nicht giftig für meinen Sturmwind. Meinen Sturmwind? Hexenfluch Ruinen. Für den Sturmwind. Ach, irgendwie klingt das blöd, wenn ich das so sage. Mein stürmischer Wind kann das... Ach, keine Ahnung. Aushalten. Dafür nehme ich dann vielleicht eine große Waffe. Na? Dinger sehen seltsam aus. Die Dinger zaubern scheinbar. Und haben zwei Schwerter. Und vier Arme. LOL. Das sind ja mal... Sind das Maschinen? Okay, irgendwie sind die lustig, wenn die nicht gerade gefährlich wirken würden. Wo haben die eine Reichweite? General Kenobi! Au! But, aber I have the high ground. How can you hit me? Möchte ich mir jetzt mal genauer anschauen. Das sind keine Lebewesen. Nein, das sind Holztotems oder so. Oh oh. Mein Fehler. Entschuldigung. Ich wollte mich heilen. Hehehehe. Ups. Gut, weiter geht's. Boing, boing, boing. Hä, was ist denn... Was zur Hölle ist denn das? Das sieht voll cool aus. Das möchte ich auch können. General Grievous, hello there. Der hat zwei Speere. Das ist die... Gott-Tier-Definition von Antikavallerie, glaube ich. Zwei Speere. Zwei Hände wäre ganz gut. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon fragen, kann er sich auch so drehen? Ja, kann er. Das kann er sogar ganz gut. Oh je. Kopf der großen Libelle. Dafür lohnt es sich ja. Was ist das denn? Das Ding schießt auch nur auf sich, oder was? Das Ding hat Gesichter. Das ist ein Bogenschütze. Willkommen beim Toru Let's Play. Oder wie das Ding hieß. Ja. Wolltest du dich gerade wieder drehen? Elden Ring hat ganz schön coole Sachen gemacht. Also, das kann ich nicht abstreiten.
sehr abwechslungsreich, finde ich. Und nein, ich wurde nicht gesponsert. Also. Was bist du überhaupt? Warum schießt du nur auf dich? Welchen Sinn erfüllt das? Ich meine, ich kann ja auch zaubern, aber ich zaubere auch andere. Außer ich heile mich. Dann heile ich mich auch. Gibt's hier noch mehr Blumen oder so? Ui. Ich bin eine Mauerziege. Ich bin ein Mauerblümchen. Boing, boing. Das sieht irgendwie voll schön aus. Ich kann auch was Ähnliches, guck mal. Oh. Abhauen, abhauen, abhauen. Was war das Ding? Ja, vermutlich irgend so ein magisches Schutzding. Oder so. Was haben wir hier drin? Ach ja. Ein Boss. Gefangene? Hinterhältiger Splitter. Oh. Das war zu weit, ne? Greift von hinten an und feuert aus der Distanz ein Geschoss ab. Okay. Eine Nachtzauberei aus Selie, der Stadt der Zauberer. Feuert ein Projektil aus einiger Entfernung zu dem Zaubernden ab, um den Gegner von hinten zu treffen. Diese Zauberei kann wiederholt gewirkt werden. Okay, die Zauberer aus Selia waren Assassinen und wurden angeblich oft eingesetzt, um ihre Kollegen zur Strecke zu bringen. Interessantes Businessmodell, interessantes Businessmodell, dass du Attentäter ausbildest, nur um die eigenen Attentäter umzulegen. Aber gut, wer bin ich denn schon? Um das zu... Weisheit 23, oha. Um das zu hinterfragen. Guten Tag, wer sind Sie? It will do no good, I swear it. Also sie kann normal reden, okay. Yet you persist. You frothing degenerates. Bitte nicht meine Zuschauer beleidigen. Jedem das Seine, was Fetische betrifft. Glaub ich. Okay.
Hallo? It will do no good, I swear it. And yet you persist. You frothing degenerate. Doch was Neues. Hallo? Ich will die nicht hauen oder so. Warte mal. Moment, Moment, Moment. Aber kann ich die hauen? Ja, bist du wahnsinnig? Hallo? My death would only be temporary. Your savagery achieves nothing. Ich wollte. Na, egal. Ich wollte doch nur. Den Kopf freischaukeln. Aber okay. Ich meine, hätte ich dich töten wollen, hätte ich Schwerter genommen. Habe ich was vermasselt? War das ein Quest-NPC? Kann ich noch Alt-F4'en? Ich dachte vielleicht... Keine Ahnung, kann ich sie befreien oder so? Oder irgendwas machen? Ich wollte sie nicht unbedingt umbringen. Ich hab mit Fäusten zugeschlagen, ne? Ist die Kugel weg? Nein. Ich glaube, ich habe was vermasselt. Hallo? Können wir bitte wieder Freunde sein? Tauberen Seelen. Ich glaube, ich gehe mal lieber. Och nö, ist das... Was ist das Ding hier unten? Schau mal, ich habe sogar einen Pfeil für dich genommen. Ins Herzen. Hey! Kann ich irgendwas machen? Manu. Oh. Au. Ich hau mein Bab. Bam, 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 bonanza. Dom, dom, bam, 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 bam. So. Nein, immer noch nicht. Jetzt. Sehr gut. Tauberen Seelen. Ah ja. Jetzt geh ich mal dahin. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich glaube aber schon, dass ich gerade was vermasselt habe. Aber sie lebt noch, das ist das Wichtigste. Und ich hätte sie ja befreit, aber naja, die will ja nicht. Boing, boing. Boing, boing. Jo, das Ding. Nein, die Ruine erstmal. Erstmal die Ruine, eins nach dem anderen. Im Uhrzeigersinn. Als ob. Okay.
Nein. Eins nach dem anderen, wie schon gesagt. Okay, die haben doch leuchtende Augen. Aber die Krabbelnden, die haben nicht wirklich welche. Hallo? Ist hier wieder so ein Trank-Dings? Oder so? Vierte Kirche von Marika. Wie viel habe ich denn schon? Ein Gnadenfrucht. Ach, das sind Tiere, okay. Hallo. Die ist ja auch T-Posing. Fauch, Fauch. Fauch. Oh nein. Nur nicht T-Posing. So, eins nach dem anderen. Erstmal die da. Ah, danke. War es das hier? Ist hier nichts? Da ist der Strand, da ist die Völkerwanderung. Okay. Ich wette, hier liegt... ich hatte letztens eine Saat. Hier ist vielleicht ein... nein, eine Träne. Hier ist vielleicht eine goldene Saat drin. Nein, doch eine Träne. Heilige Träne, okay. Also hier sind immer heilige Tränen. Okay. Die brauche ich noch nicht. Gut, das wird die Ruine. Jetzt kommt das Gefängnis. Das Dimensionsgefängnis. Fängnis, Fängnis, Fängnis. Oh, ich... Hey, warte mal. War ich nicht da unten? Doch, oder? War das hier? Doch, das ist der Strand, da war ich schon. Okay. Muss ich was nachfüllen? Nein. Was ist das? Ah, ja, stimmt, der Totalsmann. Okay, dann auf zum Gefängnis, ne? Da, genau. Boing. Boing. So, ich glaube, dort ist wieder so ein gefährlicher Gegner drin. Deswegen nehme ich mal das Schwert weg. Nehme vielleicht eine Waffe mit mehr Schaden. So wie meinen Morgenstern, meinen guten alten Morgenstern. Wie viele Runen habe ich? 1000, okay. Warum ist hier so eine Steinwichtstatue? Nein, warum auch? Um das Ding zu aktivieren, oder was? Ja. Das Siegel des Lichts ist noch aktiv. Aha. Okay, aber das will ich noch nicht machen. Ja. Wie lange wird er mir das noch für die Nase halten?
keine Ahnung. So. Jetzt, wir haben hier alles uns angeschaut. Jetzt gehen wir, glaube ich. Naja. Ach komm, ich mache mal die maximale Ausdauer. Ich glaube, wir hatten genug Doppelklingen, oder? Warte, mache ich noch mehr? Ach komm, das war lustig. Mach das mal so rum. Was habe ich da eigentlich gemacht? Achso, okay. Nicht so gut. Wow. Well. Ach, eine Rolle, Junge. Uiuiuiui, Leben am Limit, Junge. Leben am Limit, sehr gefährlich. Eigentlich für ein kleines Wimpelchen. Nix. Okay. Boah, mein Ohr. Alter. Ich höre dich doch ganz gut. Ausdauer und mein Ohr. 196. Wow. Ich höre dich super. Ah, mein Ohr. Ja, ding dong, schingelingelong. Ich komme schon überhaupt zu klingeln. Was mache ich denn? Was möchte ich auch können? Dankeschön. Oh, da ist ja noch was. Goldene Rune, okay. Was? Hat er mich gerade geatet? Okay. Wow. Ich glaube, das hat er mit Absicht gemacht.
Oh. Bist denn du? Oh, da ist er, der Turm. Endlich kann ich zurückkehren zu unserer Heimat, gehüllt in goldene Strahlen. Aha, kann ich dich? Nein, okay. Wäre gut. Gut zu wissen. Gut, dann sollte ich lieber zu Pferdeberitten die Beine reinigen. Sonst macht er einen auf ATAT und... zertritt mich einfach. Ups. Oh, lol. Alter, das macht er doch wirklich mit Absicht, oder? Ja, ich bin mir sicher, das macht er mit Absicht. Ich komme mir vor, als würde ich einem Tier die Wurzeln irgendwie reinigen. Habe ich davon Schaden genommen? Theoretisch könnte ich das alles auch eigentlich abschießen, aber... Nee, so spare ich mir nicht. Oh, was macht er jetzt? Oh, setzt sich das Häuschen? Oh! Da hat sich Baba Yagas Hütte einfach mal hingesetzt. Hingelegt, was auch immer. Okay. Ach ja. Ganz wichtig. Geister sind weg. Gibt's da eigentlich noch was? Also außenrum meine ich. Nope. Okay. Dann gehen wir mal rein. Klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Oh. Oh, das ist kein Zuhause, das ist ein Grab. Okay, Überreste untersuchen. Okay, das ist unerwartet. Hoch-Echo-Duplizierungsmenü. Über das Echo-Duplizierungsmenü könnt ihr bereits erhaltene Echo duplizieren. Das schließt auch Echos ein, von denen ihr bereits Kraft empfangen habt. Eine Duplizierung kann nur einmal pro Mausoleum ausgeführt werden. Was ist ein Echo? Okay, ich dachte, das ist ein wandelndes Schloss. Okay. Ein
dann sind wir hier schon fertig. Gut. Also wenn wir jetzt hier fertig sind, kann ich... Halt, da war... Ja, das war aber so ein Ding. Ich kann jetzt dahin gehen. Wo hinten? Nach Süden. Nach Süden, genau. Nein, nach Süden. Na gut. Da ist der Turm. Da ist ein Schädel. Das ist kein Schädel. Das ist ein Ruinenfragment. Ach, hier bin ich wieder. Oh, stimmt ja. Ich nehme mal die andere Seite hoch. Oh, die verfolgen mich jetzt. Also Schildkröte. Ja. Nimmt mein Mikro eigentlich mit den OBS-Einstellungen die mein Summen eigentlich auf, wenn ich jetzt da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt singe, also summe. Würde mich mal gerne interessieren. So viele Waffen und ich kann einfach nichts verwenden, weil Gründe. Kommen die jetzt hochschauen? Die kommen jetzt hochschauen. Ah ja, die Falle-Truhe. Die Truhenfalle. Goodbye. Goodbye. Ach, die können ruhig oben bleiben. So, dann warten wir mal. Pam 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 pa ta 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 und pam 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 pom 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 ta 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 ratatatatatatata. Ratatata, ta, 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 ratatata, ta, ta. Ich hab irgendwie Bock zu singen. Na, ja, jawohl. Ah, hallo, der hat mich gesehen. Und er hat angegriffen. Steckt er ab? Nee. Oh! Ach so, das war ich selber. Upsi. Kommt er hoch? Ich hoffe nicht. Er kommt hoch. Gut.
This battle will be legendary. Mann. This battle will be legendary. Ah, da liegt der Loot. Ach nö. Du siehst mich nicht. Er sieht mich doch. Und er ist tot. Roderick Ritterbeinschutz. Oh. Wie elitär. So, was hast du? Dankeschön. Bestienleber. Oh. So, der Gosrick Ritterbeinschutz. Wie sieht er denn aus? Was macht denn du besonders? Er ist schwer und gut. Okay. Ein Beinschutz der Ritter, die Gottrick dem Verpflanzten die Treue halten. Noch hat er nichts von seinem Glanz eingebüßt. Ah. Aber der ist auch ein bisschen anders. Der ist mehr aus Metall. Okay, könnten wir uns trotzdem mal anschauen, wie der aussieht. Shiny. Sehr shiny. Was? Ah. So. Gut, dann schauen wir uns mal, wohin uns diese Truhe führt. Warte mal, hatten wir nicht schon mal irgendwo so eine Truhe gehabt? Och nee, wo war das denn? Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Karte, öffne dich. Hallo? Ah ja, mit WASD. Wo war denn die erste Truhe? Oh Gott, wo war denn das? War das hier? Irgendwo war doch eine Truhe. Oh Gott. Denkt nach. Für die Kirche. Hier war nix. Da war nix. Hier war auch nix. Hier war das mit der Kriegsasche, glaube ich. Dieses Schnitzmesser oder was auch immer. Tunnel von... Das... Nein. War das hier? Ich glaube, das war hier. So. Na dann schauen wir mal. Nicht, dass ich jetzt in der Hölle lande oder wo. Und weg bin ich. Oder in dieser unterirdischen Stadt, wie hier im Ladebildschirm gerade gezeigt. Das wäre sehr ungünstig. Elaine de königliche Hauptstadt, was? Huch. Hä? Oh. Hä? Oh. LOL. Oh mein Gott, was? Was? Ich kann nicht... was? Oh Gott. Alter, als wäre ich in einem Wurmloch verschluckt worden. Oh mein Gott, ist das hoch. Kuckuck. Hallo? Mehr wahrscheinlich. Okay. Das ist das Ende der Map. Oh mein Gott, das Alter ist Alter. Oh Gott. Oh. Ich glaube, hier sind alle
sowas von stark. Ich vermute mal, ich bin hier sowas wie ein leichter Furz, den man wegwedeln kann. Was ist da vorne? Okay, ich sollte eigentlich nicht hier sein. Warte mal. Ich rüste mal meinen Schild aus. Ja, da vorne ist ein Gnadenfurz. Oh Gott. Ich sollte definitiv nicht hier sein. Da ist ein Riss im Baum. Da ist ein... Da ist so ein Riese. Okay, so, nein, so ein mit Steingolem. Alter, ich glaube, hier sollte ich überhaupt noch nicht sein. Jetzt kann ich reisen, oder? Ich kann doch hier reisen, oder? Oder? Okay, gut, ich kann hier reisen. Wie? Keine Ahnung, aber ich kann reisen. Oh, die Musik. Okay, ich glaube, das ist ein Boss oder so. Ich sollte wieder zurückgehen. Wir könnten aber schon mal die Aussicht genießen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ja, beschädigte Mauern. Niemand ist zu Hause, interessanterweise. Wo ich erwartet hätte, dass die Hauptstadt bewacht ist, irgendwie. Irgendwie, aber ja. Türme, die keinen Gang haben, die nach oben führen. Kein Wunder, dass diese Stadt scheinbar leer ist, wenn die gefallen zu sein scheint. Aber interessant. Oh, das ist kein Krater, das ist ein Schatten. Ist das ein Schatten? Ich glaube, dort im Baum ist das finale Endgame, oder? Alter. Okay. Ja, dann, da, das war der kurze Ausflug in die Hauptstadt. Warum setze ich mich da rein? Halt, okay, so, also. Okay, ich glaube, so groß ist die Map maximal, oder? Ist das größer oder kleiner als GTA San Andreas? Vielleicht geht es noch links und rechts und weiter oder so, da keine Ahnung. Na, obwohl Zwischenlande, vielleicht ist das der Sinn, warum das gibt, also warum das Königreich hier so heißt, weil links irgendwas ist und rechts irgendwas ist und hier zwischen liegt Limgrave. Okay. Auf jeden Fall. Dann sind wir hier fertig. Gut, ich reise nochmal dahin. Ich kehre dahin nochmal zurück. Wenn ich hier das Ding abgeschlossen habe, das was hier war. Jo. Obwohl, hier irgendwo war noch ein Loch. Moment, das schaue ich mir an, nachdem ich mir die Ruine angeguckt habe, weil ich bin mir sicher, dass dort irgendwas war. Auch noch so eine Teleportkiste, die mich scheinbar Millionen von Lichtjahren irgendwo hin verschieben kann. Einfach so. Da. Ach komm, die kann ich gleich mitnehmen, wieso nicht? Hep. Dankeschön. Ach, das ist noch ein Ding. Dankeschön, hast du was? Nein. Ich habe gehört von einer... Nein, ich habe nichts gehört. Ich weiß, dass ich eigentlich noch jemanden treffen müsste. Jemand, der nie aufgetaucht ist. Aber dazu später mehr. Da reitet der Söldner rechts von mir. Hier die Truhe? Hier war eine Ratma aber, oder? Jo, da war die Truhe.
Die kommen. Oh oh. Ah, das hätte so gut sein können. Ich nehme mal mein Schild. Das war nicht geplant gewesen. Ich trinke mal was. Und dann kontere ich. Gut. Jawohl. Genau, hier war die zweite, die allererste Teleporttruhe. Mal gucken, wohin die mich führt. Nicht, dass ich das sterbe. So sieht eure Lunge aus, wenn ihr raucht. Ne? Ach, das ist ein Steingolem, diese Figur hier. Im Ladebildschirm. Aber die hat eine helle Barde. Oh. Kristalltunnel von Velia. Oh oh. Oh Gott. Gravitationssteinbrocken, dankeschön. 3 Stück und 6 Stück. Alter Schwede. Ich sollte hier überhaupt nicht sein, verdammt. Okay, wie komme ich hier am besten raus? Ich könnte theoretisch durchrennen, aber ich weiß nicht wohin. Nicht, dass ich zum Boss rauskomme. Ich versuche mal zu schleichen. Was zum Teufel? Wenn es nicht klappt... Ach du Scheibenkreister. Okay, analysieren. Wohin? Du hast mich nicht gesehen. Genau, du hast nichts gesehen. Geht's da raus? Also es ist ein Gang, da oben ist. Oh Gott, ich bin mitten in einer Mine. Oh oh. Was ist das? Ist das ein Tausendfüßler? Wie viele Runen habe ich? 4000. Ich glaube, das ist sicher, dass er was gesehen hat. Gut, wo ist der andere? Oh oh. Das könnte eine etwas längere Folge leider werden. Ich kann ja schon mal die Items vorlesen. Also, Gravitationssteinbrocken. Verbraucht FP, erschafft am Zielort eine Gravitationsexplosion. Okay. Ein Felsfragment, bla 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 bla, bla 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 bla,
unter Einsatz von FP auf einen Gegner werfen, um eine Gravitationsexplosion zu erzeugen. Die verzweifelten Seelen, die nach bla 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 bla, kennen wir schon. Okay, das war das. Klang, als würde ich die Halo-Musik anstimmen wollen. Bla 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 bla, nein, bla 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 bla, bla 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 bla, nein, Moment, wie ging das? Bla 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 bla, bla 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 bla. Irgendwie weiter und so fort. Auf jeden Fall weiß ich, wie es beginnt. Und zwar irgendwie so. Keine Ahnung. Und er hat mich gesehen. Oh Gott, was zum Teufel? Sollte ich durchrennen? Ich könnte es versuchen. Soll ich? Ich weiß nicht wohin. Das ist mein Problem. Heiliger Bimba. Ich könnte da hochrennen. Aber ich glaube, da komme ich dahin. Ich könnte einfach mal wegrennen. Nope. Oh Gott, was tot. Ach komm, YOLO. Nein, Sackgasse. Ihr tut mir nichts. Ich tue euch nichts. Ah. Es scheint ein Eingang zu sein. Aha, gefunden. Okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Speichern. Nicht an. Okay. Ich wusste jetzt nicht, wie tief ich in der Klemme steckte. Aber hui, hat das Ding Schaden gemacht. Eieiei. Heulendes Fett. Ui, 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 ui. Waffenüberzug verursacht Scharlachfäule. Verfestigtes Fett aus verschiedenen verfaulten Materialien. Oh. Okay, Waffenüberzug verursacht Scharlachfäule. Dieser Effekt hält nur kurzzeitig. Okay. Ich glaube, wir könnten uns schon mal einen Blick wagen, was uns erwartet. Oh, wow. Ich fühle mich so klein. Da bewegt sich irgendwas. Ist das diese Scharlachfäule? Was zum Teufel? Ist das so ein Riesenschneckending oder was? Hm. Bin ich im Kampf? Warum bin ich im Kampf? Und mit dem Ding dort oder was? Okay. Oder ist das ein Flugobjekt? Nee, ich sehe nichts. Aber okay. Das Ding sieht hier sehr verflucht aus. Ja, ich glaube, hier müsste mal jemand... Ah, so ein Ding wieder. Ich habe... Obwohl, dem hole ich mir das Ding gleich. Nee, oder?
Erstmal, was läuft dort herum? Was läuft da herum? Okay. Hört, das ist noch so ein Ding. Ein schnelles Ding. Verpasste Erdenblattblume. Okay. Dumm von Ionia. Okay, versuchen wir das Ding zu erwischen und dann haue ich hier ab. Ja, nice. Waffen vergiften. Cool. First try. Na, ja, den Typen da loot ich nicht. Okay, jetzt hau mir. Oh, ich kann ihn nicht abholen. Okay. Zurück zur Mine, die man überhaupt nicht sieht, weil es so dunkel ist. Kai Lied. Hallo. Ah, die könnte man doch ganz gut eigentlich sehen in der Feuerstelle. Aber gut. Ja, das war's für diese Folge. Wir kehren zurück. Ich kann nicht reisen. Hier drinnen zumindest nicht. Okay. Das war's für diese Folge. Ich kehre zurück. Hierhin zum Friedhof der Gestrandeten. Nein. Oder doch, doch. Erstmal eins nach dem anderen. Erstmal dahin. Zurück zum Friedhof der Gestrandeten. Weil ich sonst hier alles mir angeguckt habe, wenn ich nichts vergessen habe. Jo. Oder? Halt, hier war noch ein Loch. Stimmt ja, da war noch ein Loch. Da wollte ich noch reingucken mit meinen Glühsteinen. Weil ich wusste nicht, ob ich da runterspringen kann oder nicht. Aber ich glaube, das mache ich dann doch lieber in der nächsten Folge. Jetzt ist gerade Sonnenuntergang, also es ist Nacht, meine ich. Dort hinten ist die Hauptstadt, die wir sehr schnell... Alter, die halbe Map ist noch vor uns, ne? Götterbrücke gesehen haben. Oh ja, danke fürs Zuschauen. Ach ja, geht ja nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!